ja, nutzen wir vielleicht die Gelegenheit und gucken uns den Chaga-Pilz an. Er ist der König der Heilpilze, zumindest wurde er so genannt und in weiten Teilen Europas auch wirklich so gelebt. Ich möchte euch so ein bisschen die Einführung geben, was Wissenswertes über die Geschichte. Wir sollen doch mal diesem Heilpilz ein bisschen Zeit widmen und schauen uns im nächsten Video an die Inhaltsstoffe, die medizinische Verwendung und ein bisschen mehr für diesen wirklichen Heilkönig der Heilpilze. Und jetzt geht's los. Und heute soll es um den schiefen Schillerporling gehen. Nun, ich mache das Video, dass man ein bisschen was auch zum Wissen, zur medizinischen Verwendung von diesem wohl der König der Heilpilze ja vielleicht lernen kann oder vielleicht auch einfach nur vertiefen kann. Nun, wir haben es mit dem Pilz zu tun. Ich habe schon gesagt, der ist im Prinzip ja so wulstig, knubbelig, also die sogenannte Nebenfruchtform des schiefen Schillerporlings. Der beschreibt eigentlich die entsprechende Hauptfruchtform, der eben so silbrig glänzt und irgendwie in schiefen Poren unter der Rinde sozusagen wächst, sich freistemmt, dann rausbricht und die Sporen geschlechtlich verbreitet. Aber das, was wir als eigentlichen ja, Chaga-Pilz bezeichnen oder als Heilpilz, das ist eigentlich eine Nebenfruchtform, eine anamorphe Fruchtform dieses Pilzes. Und zwar geht es jetzt hier um den Chaga-Pilz, den König der Heilpilze. Wir wollen mal ein bisschen schauen, die medizinische Anwendung und Verwendung. Was ist Fakt? Was ist Fiktion? Was kommt aus der traditionellen Medizin? Und das ist absolut wichtig, die Anwendungsbeobachtung. Aber was sagen die neuen Studien? Und das habe ich versucht, euch mal mit ein bisschen Literaturrecherche zusammenzufassen und hier mal in das Video zu komprimieren. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Jetzt geht's los. Der Apotheker kann mal sich austoben, Inhaltsstoffe und hier medizinische Verwendung und Wirkung. Chaga, der Chaga. Als erstes fällt natürlich auf, der wurde insbesondere für Magen-Darm-Probleme verwendet. Also insbesondere äußerlich und reinigend, desinfizierend, immer wieder beschrieben, schon in der traditionellen chinesischen, japanischen Medizin, insbesondere in der russischen Medizin. Das verwundert ja nicht, denn die meisten der Funde oder auch die meisten Zuchten stammen aus Sibirien, der Taiga, aber eben auch aus Kanada, der Tundra, von verschiedenen Indianerstämmen dort viel verwendet, also aus den nördlicheren Gebieten, wo es kalt ist. Der Grund ist ein einfacher, da gibt es eben viele Birken, dort ist der Birkenporling, aber eben auch hier dieser Schillerporling, einer der meistverwendeten Heilpilze überhaupt. Wir haben ihn beschrieben entzündungshemmend, allgemeinkräftigend, also immunmodulierend, antioxidativ, nicht antiviral und antibakteriell. Und das ist nun was, das finden wir bei den meisten Heilpilzen und der Grund ist ein einfacher, die Inhaltsstoffe sind recht ähnlich. Also wir haben natürlich hier spezifisch für den schiefen Schillerporling eigene Inhaltsstoffe, ich komme dazu gleich. Aber natürlich viele der Beta-D-Glucane und anderen pilzreich extrem verbreiteten Inhaltsstoffe der Terpene, aber eben auch der Komponenten der Zellwände. Eben das ist natürlich dann so ein allgemeines ja, Merkmal vieler Heilpilze. Man hat ihn natürlich auch verwendet zur Unterstützung von Hautkrankheiten und da kommt insbesondere eben ein Aspekt zum Tragen. Also wenn man einen gesunden Darm hat, sagt man nicht umsonst, der Darm ist das größte Immunsystem des Menschen. Was da heißt, da gibt es jede Menge immunkompetente Zellen. Es ist natürlich die größte Austauschfläche des Menschen mit seiner Umwelt und gleichzeitig die größte Eintrittsfläche von potenziellen Keimen und Bakterien. Also eine Darmflora, die gesund ist, die sozusagen das verhindert, ist schon mal ein erster guter Schritt. Der zweite gute Schritt ist natürlich, dass man sozusagen durch entsprechende Ernährung die auch im Gleichgewicht hält. Und dann gibt es natürlich jede Menge, aber ich möchte nicht so sehr in die Tiefen der Medizin eindringen, jede Menge verschiedenste Teile des Immunsystems, die dort sehr, sehr stark präsent sind. Ja. Allgemein natürlich, und das interessiert wahrscheinlich die meisten, der Einfluss auf die Krebserkrankung. Nun, das ist mit besonderem Schwerpunkt auf Magen-Darm-Krebs, aber auch auf eben Krebse hier des Magen-Darm-Traktes. Und da gibt es eine ganze Menge verschiedene beschrieben worden. Ich komme dazu gleich. Jetzt schauen wir uns aber erstmal so ein bisschen ein in die ja, Natur hinein, der alten Anwendungen, der alten Zeiten, also der naturheilkundlichen bzw. der überlieferten Medizin. Ich habe schon erwähnt, man hat es eingesetzt, den Pilz als Stärkungsmittel, insbesondere zur Blutreinigung, bei Tuberkulose, bei Herzleiden. Dafür gab es dann aber im Nachhinein, bis auf eine leichte antibakterielle Wirkung, nicht wirklich Indizien. Nun, die wissenschaftlichen Untersuchungen stammen in aller Regel irgendwo aus den 30er Jahren aus Russland, woher dort ein
selbstverständlicher Bestandteil der Medizin oder auch der russischen Medizin ist und als solcher eben auch monografiert ist in der russischen Arzneimittelliste. Aber man muss natürlich sagen, all das stammt aus einer Zeit, wo eben die Schulmedizin nicht so fortgeschritten war wie heute, aber es mag einen Platz für naturheilkundliche Medizin, insbesondere ja zur begleitenden Therapie oder auch zur Nachsorge sozusagen, geben. Vorsicht ist immer bei akuten Erkrankungen, insbesondere wenn man eben mit Krebs zu tun hat, denn es gibt immer die Möglichkeit, dass solche Pilze bestehende Medikamente, die man nehmen muss, um die Krankheit einzudämmen, eben negativ beeinflussen. Ja, zu nennen werden Chemotherapien, insbesondere mit Cisplatin. Dort kann es sogar sein, dass Heilpilze die entsprechenden Chemotherapieerfolge gefährden. Allerdings im Nachgang dann natürlich immunaufbauend wirken, stärkend wirkend auf das Immunsystem, auf den Magen-Darm-Trakt einen positiven Effekt haben. Sprecht euch bitte, und da hier die eindringliche Warnung des Apothekers, mit naturheilkundlich gebildeten bzw. weitergebildeten Ärzten ab. Und da gibt es an den Kliniken, wenn man mit solchen schweren Krankheiten zu tun hat, in der Regel ein naturheilkundliches Institut, ja zu nennen an der LMU zum Beispiel, an der Charité, das gibt es in Leipzig, das gibt es in Jena, meines Wissens auch in Freiburg, eigene Lehrstühle, wo man sich umfassend auch naturheilkundlich beraten lassen kann. Und das macht bitte und geht nicht in Eigenregie vor. Gut, man kann halt hier ganz einfach nicht alle Erkrankungen, alle möglichen Nebenwirkungen, alle Vorerkrankungen und gar Medikamente berücksichtigen. Das ist im Rahmen eines solchen Videos nicht möglich. Habt dafür bitte Verständnis und wendet euch an die Kollegen und die entsprechenden Mediziner, die da eben hier einen Schwerpunkt gesetzt haben. Zurück zum Thema. In Norwegen bezeichnet man den Pilz, das kriege ich nicht ausgesprochen, da tut es mir leid, ich habe es immer wieder versucht. Also er wird eigentlich Krebspolling genannt, trivial, nicht? Und oder übersetzt. Und das weist schon auf die Einsatzmöglichkeiten hin. In China wird er intensiv untersucht, also wir sehen das in Arbeiten hier von Yun aus dem Jahr 2009 und Yong 2011, die eben auch hier eine krebshemmende In-vitro- und In-vivo-Wirkung, also letztlich nicht am Menschen, sondern an Zellkulturen oder eben in entsprechenden Versuchen, nachweisen. Und das ist immerhin ein starkes Indiz darauf, dass da etwas dran ist, wenn auch so nicht übertragbar auf den Menschen. Hier muss man wieder warnen, gibt es klare Stellungnahmen auch hier des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, ebenfalls auch meiner Berufsgenossenschaft, der Apothekerschaft. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es mag immer einen Standpunkt geben für Naturheilmedizin und adjuvante Therapie und letztlich ist das immer eure Entscheidung. Ich versuche hier aber, etwas Wissen zu vermitteln, dass man eben überhaupt solche Entscheidungen treffen kann. Denn oft kommt es ganz einfach in der doch kurzen Zeit, wo die Ärzte oder eben auch die entsprechenden Mediziner haben, die euch eben hier beraten, oft zu kurz. Der Chaka wird auch als exzellentes Mittel beschrieben für Erkrankungen des Verdauungssystems, das habe ich schon genannt. Also hier wären zu nennen Entzündungen des Magens, Gastritis, nicht? Oder auch hier die Gastroduodenitis, also Zwölffingerdarm und Probleme, nicht? Geschwüre, Dünndarm, Dickdarm, Mastdarm, nicht? Da auch zu nennen Mastdarm, insbesondere entzündliche Erkrankungen wie Colitis ulcerosa. Also wir sehen hier hauptsächlich Autoimmunkrankheiten oder eben Erkrankungen, die eben sozusagen auf eine gewisse Fehlsteuerung des Immunsystems hindeuten. Auch bei der Behandlung von Polypen im Magen-Darm-Trakt wird er verwendet, immer noch, wenn auch nicht bei uns in den europäischen, mitteleuropäischen Bereichen, aber eben in den osteuropäischen Bereichen. Und die Veränderungen sozusagen wurden nachgewiesen und wir wissen ja, dass sich eben aus Polypen in etwa 10% der Menschen in den Industrienationen, eben die entwickeln in ihrem Leben solche Darmpolypen, im Alter über viele Jahre möglicherweise Darmkrebs bilden kann und eben da gibt es verschiedene Stufen und Vorstufen, die eben dann eben auch in den Früherkennungsuntersuchungen, nochmal klarer Appell, bitte dahin, erkannt werden und entfernt werden. Und hier hat man eben eine gewisse sanierende Wirkung auf das Verdauungssystem nachgewiesen und eben auch auf die Haut, ich habe es schon erwähnt, Verdauungssystem, Immunsystem im Einklang, zeigt dann oft eben auch auf der Haut, nicht dem größten Organ des Menschen, eben gewisse Effekte. Heißt, ist das Immunsystem und das Verdauungssystem nicht im Lot, hat man oft eben entzündliche Autoimmunkrankheiten, Ekzeme, Schuppenflechte, nicht? Im schlimmsten Fall Psoriasis. Und ich habe auch mit Schuppenflechte zu tun. Ich kann euch sagen, zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung, tun mir ab und zu Heilpilzkuren sehr gut. Und ich muss sagen,
Ich kriege da so in den Griff, dass man das eigentlich nicht sieht. Und im Wesentlichen auch auf jede Art von Begleitmedikamentation wie Dexamethason und Ähnliches verzichten kann. Vielleicht noch ein Vitamin D ab und zu hier und da im Winter. Und das war's. Also, das ist meine persönliche Erfahrung. Vielleicht habt ihr eigene. Lasst es mich gerne wissen. Nun, ich habe zur Regulation viel gesagt. Ich habe zum gesunden Darm und zur Wirkung auf das Immunsystem und auf die Haut eine ganze Menge erzählt. Und das ist natürlich eben wirklich wichtig. Und hier hat der Pilz eben die Hauptwirkung, die eben auch heute zugeschrieben wird und die man eben teils auch belegen kann. Wenn natürlich immer, und das ist einschränkend hier, eben nicht am Menschen oder in Studien unter uns, die bezahlt kein Mensch für diese Art von Medikament. Und die Grundlagenforschung leidet immer an Geldmangel. Ihr wisst ja, Wissenschaft, eine Leidenschaft, die Eifersucht, aber Leidenschaft, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und ja, so ist es halt, dass man eben hier auf überlieferte Daten und eben in vivo und in vitro Versuche von Menschen zurückgreifen muss, die eben viel für die Wissenschaft geben. Nochmal ein Dank dafür an alle Forscher, insbesondere an den Lehrstühlen und Instituten. Gut, ich habe jetzt viel dazu erzählt und jetzt guckt man so ein bisschen auch nochmal. Der Pilz wurde eben auch beschrieben als immunmodulierend, das heißt eben nicht nur das Immunsystem anstachelnd, denn eine Überreaktion ist genauso schlecht, nicht Thema allergische Reaktionen, Thema eben Psoriasis, Thema Autoimmunerkrankungen oder eben auch denkt an Heuschnupfen und diese ganzen Leiden und Geißeln der Menschheit. Nun, der immunmodulierende Effekt zielt darauf, das Immunsystem in gewisser Weise anzuregen, aber im Gleichgewicht zu halten. Und da gibt es eben Arbeiten aus Japan im Jahr 2006 oder auch von Co. aus dem Jahr 2011, die das ziemlich klar belegen, dass der Pilz eine stoffwechselanregende Wirkung hat, auch eine Hunger- und ja, Müdigkeit vertreibende Komponente und im Allgemeinen die Leistungsfähigkeit erhöhte. Das sind natürlich Anwendungsbeobachtungen einfach an Probanden, die gemacht wurden über Befragung. Nicht? Also hier gibt es keinen wissenschaftlich-chemischen Nachweis. Ja, er wird aber auch dort insbesondere, also in Japan, zur Behandlung des sogenannten chronischen Müdigkeitssyndroms eingesetzt oder CFS. Und das weist natürlich auch darauf hin, dass man hier Daten erheben kann und in Studien die Patienten begleitet. Gut, wichtig ist natürlich auch die antivirale Wirkung. Ich habe schon erwähnt, zusammen mit der antibakteriellen Wirkung finden wir das bei sehr vielen Pilzen. Und hier gibt es klar einen Beleg von Carlos aus dem Jahr 96, die das eben beschreiben. Und zwar aus den Extrakten, die aus den äußeren schwarzen Schichten des Pilzes gewonnen wurden. Und hier hat man im Prinzip nachweisen können, dass es fast eine 100%ige Hemmwirkung von Influenza-Viren, also Grippeviren gab. Und zwar vom Typ A und B in Zellkulturen wohlgemerkt. Aber auch das ein starker Hinweis natürlich darauf, dass das natürlich auch am Menschen sehr wahrscheinlich so sein wird. Nun, es gibt Arbeiten dann aus dem Jahr 2011, die das eben noch weiter in Zellkulturen zeigen konnten, nämlich aus wässrigen Pilzextrakten und zwar gegenüber Hepatitis C-Viren. Also im Allgemeinen nicht, ihr wisst ja, das sind Viren, mit denen nicht zu spaßen ist, Lebererkrankungen bis hin zum Leberkrebs, Leberzirrhose und so weiter. Eine wirklich potenziell ernsthafte bis hin zu tödliche Erkrankung. Aber hier kann ich auch immer nur sagen, lasst euch impfen. Aber gut zu wissen, denke ich, dass dieser Pilz auch hier stark wirksam ist. Ja, bei entzündlichen Erkrankungen im Drachenraum wurde Chaga schon immer als Dampf inhaliert oder gegurgelt. Und hier hat man eben auch richtig gute Ergebnisse bei Parodontose, also im Prinzip Zahnfleischentzündung, erzielt. Und da wird er auch in Russland in der Tat eingesetzt, gibt es Extrakte und entsprechende Tropfen. Es gibt auch natürlich Hinweise, dass man ihn im lymphatischen System einsetzt, aber hier ist die Studienlage nach dem, was ich sehen konnte, nicht haltbar. Also da muss man mal abwarten, ob es bald noch mehr und neuere Arbeiten gibt. Entzündungshemmende und schmerzlindernde Eigenschaften konnten im Jahr 2005 ganz gut demonstriert werden, also Park et al. War das oder auch Wan et al. Im Jahr 2009. Und hier wurden Versuche an Zellen von Mäusen gemacht und hier konnte man das relativ gut nachweisen, dass eben die Entzündungsstoffe, die uns alle eben letzten Endes da beeinflussen, also die Prostaglandine und deren Synthesen, stark beeinflusst werden. Dahin kann man natürlich schlussfolgern, dass es solche Effekte auch am Menschen geben mag. Und hier wieder mit Vorsicht und Einschränkungen, das lässt sich natürlich auf so Menschen nicht eins zu eins übertragen.
Es gibt auch entsprechende Hinweise, aber noch nicht ausreichende Studien aus meiner Sicht, dass dieser Pilz eben auf das zentrale Nervensystem einen Einfluss besitzt, also entspannend, schlaffördernd wirken soll, aber eben auch den Blutdruck senken kann. Es gibt Studien, die gerade laufen, aber die eben in der Anwendungsbeobachtung laufen und nicht chemisch belegt werden können. Also ich möchte das sehr einschränkend mit Vorsicht sagen, aber ergänzend hier erwähnen. Wichtigstes Einsatzgebiet, jetzt kommen wir zum Thema, ist halt die Krebserkrankung und insbesondere spezifisch Lungenkrebs, Hautkrebs und ich habe schon erwähnt, alle Krebsarten des Magen-Darm-Traktes, aber eben auch Hodgkin-Lymphome, also im Prinzip Blutkrebs. Und hier erwartungsgemäß hat man die besten Ergebnisse natürlich als adjuvante begleitende Therapie nach einer entsprechenden schulmedizinischen Behandlung erzielt im Frühstadium, das ist klar, nicht? Aber bei fortgeschrittenen Erkrankungen kann man eben auch hier zeigen, dass es einen Einfluss auf Krebszellen, zumindest in Zellkulturen, also in vitro gibt und eben eine Schmerzlinderung auf der anderen Seite, also eine Verlangsamung solcher Geschwüre. Außerdem kann man auch sagen oder zeigen, dass eben durch den immunmodulierenden Effekt eine Verbesserung auch der Allgemeinverfassung der Patienten eben auch nach diesen chirurgischen Tumorentfernungen oft zu sehen ist oder auch nach Abschluss, und hier ist der Con nochmal ganz klar gesagt, nach Abschluss einer konventionellen Chemotherapie. Ich habe schon immer wieder erwähnt, nicht? Redet mit euren Ärzten und mit Billigung der Ärzte kann eben die Einnahme des Pilzes mit einer solchen herkömmlichen Chemotherapie erfolgen, aber das muss auf die Therapie, auf die Medikamente zwangsläufig abgestimmt werden. Ich habe schon erwähnt, es ist nicht unmöglich, die Gefahr besteht, dass man eben die Chemotherapieergebnisse sogar gefährdet, nicht? Also Vorsicht hier und redet mit naturheilkundlich ausgebildeten Medizinern. Gut. Chaga ist natürlich kein Wundermittel gegen Krebserkrankungen und die ganzen Sachen, die man im Internet findet, also ich bin kein Fan davon, sei es mal hier klar gesagt. Aber es verwundert nicht, dass es eben positive Wirkung gibt, zum Beispiel in Russland an der Moskauer Akademie, da gibt es eben den Pilz oder eben auch wird der Pilz eingesetzt zur begleitenden Behandlung von Krebserkrankungen und auch empfohlen. Und man kann im Prinzip auch klar zeigen, dass in Gebieten, wo diese Pilze stärker konsumiert werden, also vorbeugend genommen werden, natürlich gegen hauptsächlich Grippeerkrankungen, Magen-Darm-Probleme, die Krebserkrankungsraten niedriger sind. Aber das ist natürlich jetzt was, Statistik ist immer so, nicht der, der sie macht, kriegt die Ergebnisse, die er will. Ich würde das so nicht unterschreiben wollen. Es gibt aber Publikationen, die so etwas beschreiben. Mittlerweile gibt es aber viele Untersuchungen eben auch an Zelllinien, ich habe schon gesagt, die eben auch an Extrakten zeigen, dass es eine Hemmwirkung auf diese Krebszelllinien gibt. Im Jahr 2006 wieder in Japan gezeigt worden, wo er eben auch reichlich eingesetzt wird. Ja, viele Untersuchungen zielen auf die antioxidativen Eigenschaften des Chagas Nichtu aus dem Jahr 2013 und die soll vielfach größer sein als eben auch bei medizinisch verwendeten verwandten Arten wie dem glänzenden Lackporling, nicht Ganoderma lucidum, kennt ihr vielleicht. Und das ist natürlich einer wirklich, ja, der Pilze, den eben auch gewisse extreme Wirkungen danach gesagt werden. Und daher kommt eben jetzt eben auch diese Einschätzung König der Heilpilze. Er ist eben zumindest auf Zellkulturen stärker wirksam, wie verglichen mit dem Raupenpilz oder eben dem Lackporling oder eben auch mit dem Reishi-Pilz. Und hier kommt es eben auch, dass die antioxidativen Wirkungen stärker sind und eben etwa den bekanntermaßen sehr starken Wirkungen der Goji-Beeren oder auch der Heidelbeeren entsprechen. Meine Lieblingsbeeren. Aber jeder weiß und jedem ist, denke ich, klar, es gibt einen naturheilkundlich nachweisbaren Effekt, aber der ist begleitend und unbedingt zu beachten, vergleichsweise viel zu schwach, um eine Behandlung ausschließlich damit zu durchzuführen. Nochmal, Probleme, Arzt, danach eventuell vorbeugende Behandlung mit Rücksprache von entsprechenden Kollegen, die sich damit gut auskennen. Nun, es gibt natürlich ja ganz klare Nachweise, dass das Enzym, die Superoxidismutase, hier entsprechend beeinflusst wird und darauf geht eben die starke Wirkung hier oder die starke antioxidative Wirkung zurück. Und das Enzym wird eben von Tieren und Pflanzen gebildet und hat eine herausragende Rolle im Energiestoffwechsel. Und man kann im Prinzip sagen, dass es eben die Superoxidanten verwandelt. Und das so dann dazu beiträgt, dass es eben diese oxidativen Substanzen entfernt werden, die eben einen Einfluss möglicherweise auf die Entstehung von Krebs haben.
Und hier gibt es ganz klare Belege, dass eben hier die Aktivität vom Chaga-Pilz oder die Aktivität dieser Enzyme extrem beeinflusst wird. Ja, gut, die Angaben hier im Prinzip gibt es dann auch wirkliche Daten dazu, also die dann die Aktivitäten beschreiben in standardisierten Extrakten. Also da sehen wir, dass zum Beispiel die um den Faktor 20 bis 30 höher als dem in Ganoderma lucidum, also im Reishi, sind. Und das ist doch schon ein beachtlicher Fakt. Aber wir reden hier von Laboruntersuchungen auf dieses Enzym, inwiefern man da hier wirklich auf die entsprechenden Extrakte oder Nahrungsergänzungsmittel und auf die Anwendung im Menschen Rückschlüsse erlauben kann. Ich muss ganz klar das verneinen. Nichtsdestotrotz, es ist ein klarer Indiz. Gut, also es gibt dann jede Menge verschiedene andere Zahlenwerte, die da kursieren. Also ich würde hier ganz einfach das mal entsprechend in das Reich der Vorsicht schieben. Also Vorsicht mit dem Internet, nicht? Also wenn man ein bisschen wirklich schaut, was gibt es an halbwegs belastbaren Daten, dann wird die Sache doch relativ dünn. Nun, ich habe mir das auch mal angeschaut. In den USA gibt es relativ wenig Untersuchungen zu diesem ganzen Thema. Und da gab es verschiedene andere Geschichten, also zum Beispiel an der Tufts University in den USA. Und da wurde zwar entsprechend geforscht, auch im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums der Vereinigten Staaten, also der USDA, aber hier wurden bisher noch keine wirklich handfesten Daten publiziert. Also hier ist es im Prinzip ganz einfach so, dass man sicher das entsprechend gut beeinflussen kann und naturheilkundlich als adjuvante begleitende Therapie durchführen kann. Nichtsdestotrotz mit Vorsicht genießen. Also glaubt keinen Wunderheilern und Versprechen. Es ist im Prinzip auch so, dass es einen positiven Einfluss auf Zöliakie geben soll. Das ist allerdings auch noch Teil einer Anwendungsstudie, die noch nicht abgeschlossen ist. Nun, wenn man sich das Ganze durch anschaut, ist es eben so, dass man jede Menge Enzyme findet, also Einfluss auf eben Geburt, auf Reinigung von Blut, aber da kann man wirklich keinerlei belastbare medizinische Studien und Daten dazu finden. Also ich halte mich da einfach mal raus und zurück und möchte das hier nicht erwähnen. Also was man natürlich aber ganz klar sagen kann, dass es eben in verschiedenen Volksgruppen Westsibiriens Untersuchungen gibt, die diesen Pilz anwenden und eben trinken. Und zum Beispiel hier wäre eine typische Zubereitung, 3 Teelöffel dieses Pilzes auf 2,5 Liter Wasser aufzukochen und einige Minuten eben auch durchaus köcheln zu lassen. Ja, also nicht extrem kochen, sondern eben so leicht kochen. Und die setzen diesen Pilz ein, eben bei Eingeweidewürmern, bei Ausscheidungen von Giftstoffen, bei Leberherzerkrankungen, Tuberkuloseerkrankungen des Magen-Darm-Trakts. Also wir haben immer wieder Belege in dieselbe Richtung. Und wenn das jetzt seit Tausenden gemacht wird, zumindest vorbeugend oder auch bei nicht wirklich akuten und schlimmen Erkrankungen, dann kann man diesem wohl auch ein bisschen Glauben schenken. Und das ist dann sicher eine wirklich gute Sache. Nicht vergessen, es spielt aber auch hier eine religiöse, spirituelle Weltanschauung der Ureinwohner eine Rolle. Und da muss man ein bisschen aufpassen, der Pilz wird auch verbrannt und der Rauch soll Krankheiten und den Tod vertreiben. Also Vorsicht immer, da ist die Grenze echt schwer zu ziehen. Ja, interessant ist er natürlich auch deswegen, er wurde im Prinzip auch als Schnupfpulver verwendet in der Nase, um eben die hier Viren, die sich da oft gern verbreiten, eben direkt zu bekämpfen. Also hier immer wieder Hinweise auf die entsprechenden Indikationsgebiete hier von Influenza oder eben andere Viren und Erkältungskrankheiten. Und die wurden, ich habe schon erwähnt, in den Studien belegt. Wichtig ist, und das ist eigentlich das, was immer mir das Wichtigste ist, der Chaga-Pilz ist über einen extrem weiten Dosisbereich unproblematisch, also mit anderen Worten ungiftig und wird gut vertragen. Also es gibt praktisch eine jahrhundertelange Verwendung, die eben bisher beschrieben wurde und es wurden nie Gegenanzeigen beschrieben oder eben medizinische Problematiken, gar Vergiftungen oder ähnliches. Ja, das sind immer so Dinge, die fallen einem ein, wenn man so vom Pilzsammeln nach Hause geht, nicht? Was könnte man so machen, was könnte man suchen? Und vielleicht gefällt es euch und ihr lasst uns mal einen Daumen hoch oder ein Abo da, mal ein bisschen tiefer in die Pilze zu schauen, als immer nur zu suchen. Kein Wahnsinn, keine Explosion, nein, mal Fakten. Was ist Fakt, was ist Fiktion, was ist dran? Und ich finde, das ist wichtig, denn Pilzsammler müssen natürlich wissen, was sie tun, gerade wer sich auf dieses Gebiet wagt. Der Heilpilze ist gar nicht so kompliziert, ist auch relativ einfach, die Pilze zu erkennen, aber Wissen ist nicht umsonst wesentlich. Ich wollte schon sagen, macht den Unterschied. Kommt mit! Also es wurden Mengen bis zu 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht eingesetzt und aufgereinigte Pilzextrakte bis zum 5-fachen der vom Menschen empfohlenen Menge.
Und hier muss man ganz klar sagen, dass keine Vergiftungserscheinungen auftreten. Und das ist mir persönlich wichtig, denn das ist immer so der Punkt. Bevor ich mich auf dieses Gebiet begebe, möchte ich erstmal eins wissen. Wenn es helfen kann, ist das eine tolle Sache, aber schaden darf es nicht. Und von der Seite her kann man klar zeigen, dass eben auch hier mehrjährige therapeutische Studien in russischen Kliniken an Patienten, die wurden da durchgeführt gegen Magengeschwüre, selbst bei Krebserkrankungen, schweren Krebserkrankungen, zu keinerlei Nebenwirkungen geführt haben. Ja, die Mehrzahl der wissenschaftlichen Studien, ich habe schon gesagt, entstanden in den 50er Jahren in der ehemaligen Sowjetunion und die wurden eben in russischer Sprache publiziert. Google sei Dank kann man das teilweise lesen und mein Russisch ist, naja, ich sag mal mäßig, also ich kann mir gerade helfen, aber ich muss ganz einfach sagen, ich habe mir da so ein bisschen auch die Übersetzung ins Englische angeschaut und die sind leider etwas rar. Nun, man muss ganz klar sagen, die wurden immer wieder auch wieder aufgearbeitet, die Studien im Jahr 2002 zum Beispiel, hier Rasina. Und da gibt es eben auch wieder Tierversuche mit Pilzextrakten. Und hier wurde eben untersucht, was ist die Wirkung auf schädliche radioaktive Strahlung? Thema Tschernobyl, ne? Und da konnte gezeigt werden, dass der Pilz aufgrund seiner sogenannten adaptogenen, also ausgleichenden Wirkung, eine deutliche Schutzwirkung ausübt auf strahleninduzierte Schäden und diese reduzieren kann, was wiederum möglicherweise auf eben die antioxidativen Eigenschaften zurückgeht. Und hier gibt es erstaunlicherweise wirklich viele Befunde, die eben auch bezüglich der Herzleistung untersucht wurden, eben durch Anwendungsstudien an Sportlern und eben eine Wirkungssteigerung, ja, letzten Endes zeigen konnten. Und interessant ist, dass diese ganzen Wirkungen ein Optimum hatten, und zwar eher im niedrigen Dosisbereich. Also das ist nicht so, dass viel immer viel hilft, sondern eben eher eine regelmäßige Kureinnahme relativ geringer Dosen. Und da hat man hier gezeigt, dass es am besten wirkt und dass eine massive Steigerung zur Wirkungsabnahme führt. Das ist oft so, ein therapeutisches Optimum existiert. Ja, Kutalek im Jahr 2002 beschreibt dann praktisch hier die Anwendung von klimmenden Pilzstückchen gegen Rheuma. Also ihr seht, es wird teils exotisch. Und das ist eben so, dass man die auf die betroffenen Stellen gelegt hat und dort belassen hat. Nun, ich bin da vorsichtig mit Hitzeeinwirkung, Brandblasen oder Akupunktur mit Hitze. Also ist nicht mein Fachgebiet, muss ich klar sagen. Aber es gibt immer wieder auch Hinweise darauf, dass es eben auch in der indianischen Medizin das gibt mit brennenden Zigarren, nicht die Chi-Indianer, dann eben auch in Kanada, die sowas verwendet hatten. Aber da lasse ich das Feld den entsprechenden naturheilkundlichen Medizinern. Das ist eben nichts für den Liebhaber der Inhaltsstoffe. Gut, aber jetzt schauen wir uns mal was anderes an. Wichtig ist ein anderer Punkt, Chaga und Kälte, nicht Thema sibirischer Chaga und wenn man eben den zu sich nimmt, welcher wirkt wie. Es gibt so einen riesigen Hype auf diesen Chaga und der ist entstanden aus Pilzmaterial, Extrakten, die da hergestellt wurden, Pulver, Präparaten, die man teilweise wirklich teuer bezahlen muss. Und da gibt es Grammpreise von, ja, die wirklich ins Astronomische gehen von diesen Produkten, ja, die eben hier wirklich von 18 Cent bis zu mehreren Dollar reichen. Und man kann sich schon leicht ausmalen, da ist viel Geldschneiderei dahinter. Ihr wisst nie, ist das wirklich ein gutes Extrakt, ist es standardisiert, ist es getestet, wie wurde es hergestellt, was ist da wirklich drin. Also ich persönlich bin der Meinung, Vorsicht an solchen Stellen. Ich kann die Art von, ja, sozusagen Produkten aus dem Internet nur, wie soll man sagen, nicht empfehlen. Also davon abraten, gar kein Fan davon. Es ist natürlich so, wir verwenden ihn auch, ihr habt es ja gesehen, aber wir verwenden natürlich die eigenen Pilze, die ich bestimmt habe, wo ich mir sicher bin, mit was ich es zu tun habe. Nun, es ist in der Tat so, dass das Wirkungsspektrum von natürlichen gewachsenen Chaga sich scheinbar unterscheidet, und zwar mit großer Wahrscheinlichkeit von diesen gezüchteten Chagas, die oft verwendet werden. Und der Umstand ist wahrscheinlich einfach dadurch bedingt, dass eben auch das Alter des Pilzes eine Rolle spielt, aber eben auch die saubere, fachgerechte Verarbeitung. Und wie ich habe schon gesagt, diese Pilzextrakte und Pulver sind nicht standardisiert, es gibt dafür keine Monographien. Und inwiefern was überhaupt wirkt, ist natürlich in Studien nicht belegt. Also Vorsicht an den Stellen. Also es gibt nur ganz wenige Ausnahmefälle, wo mal Institute das untersucht haben, also den Gehalt an Polysacchariden, also den Inhaltsstoffen, zum Beispiel eben aber auch an Beta-Glucan, Triterpen oder Polyphenolen, um eben mal zu schauen, was ist da drin, haben 3, 4 solche Präparate genommen und verglichen. Das findet man immer mal bei Arzneimittelaufsichtsbehörden und da sieht man massive, extreme Schwankungen in den Chargen wie auch unter den Präparaten. Also ich nehme die nicht, ich empfehle die auch nicht, ich verwende halt die Pilze, wie ihr seht, die ich selber sammle. Ja,
Es ist im Prinzip deswegen einfach so, dass man eben hier auch gar nichts zu diesen dann im Internet kursierenden und in der Regel teuren Präparaten sagen mag, außer ich sage immer Hände weg. Es ist im Prinzip oft so, dass eben diesen Kältegebieten der Chaga bessere Wachstumsbedingungen findet. Er ist dort häufiger, aber was hat nichts damit zu tun, dass es da kalt ist, sondern eben, dass es eben weniger Konkurrenzpilze dort gibt, aber auch, dass es einfach mehr Birken gibt und naturnahe Wälder eben, die feucht sind und wo die Chagas überhaupt vorkommen. Denn die Wälder sind einfach selten geworden und deswegen sehen wir eben die in Sibirien oder eben auch in den Tundra-Gebieten, in Norwegen, in unbesiedelten Gebieten. Ja, da gibt es einfach mehr Moore, da gibt es einfach mehr natürliche Wälder und bei uns ist das wirklich einfach der Grund, weswegen er weniger häufig ist. Nicht, weil er hier nicht vorkommt, sondern weil wir halt eine Kulturlandschaft geschaffen haben. Ja, in Russland, ich habe schon gesagt, gibt es eine lange Tradition, also in der Regel wird das so verwendet, wie ich das auch mache. Sie werden zerkleinert, getrocknet und dann eben gemahlen, als Tee getrunken, als Heißwasseraufguss und das ist es. Und genauso handhabe ich das auch. Und inzwischen ist eben auch hier die Nachfrage stark gestiegen und es kann ja Jahre dauern, bis eben so ein Chaga gewachsen ist und eine ertragsreiche Größe hat. Ne? Er wird dort natürlich auch gezüchtet, das ist ganz klar. Also es gibt Schätzungen, dass mittlerweile so etwa 1-20% hier der Birken Zeichen dieser Infektion durch einen Pilz haben, nicht aus dem Jahr 2001 in Russland. Und man geht davon aus, dass eben hier der Wildsammlung Vorschub geleistet wird, also Pilze einfach wirklich verbreitet werden, aktiv Birken durch entsprechende Holzkeile, die eben vorher ja infiziert worden mit Sporen, eben besiedelt werden, also durch den Menschen sozusagen infiziert werden. Nun, es ist im Prinzip ganz einfach so, dass am Ende jeder wirklich selber entscheiden muss, was er macht und wie weit er geht. Aber ich persönlich kann natürlich sagen, ich werde ihn verwenden, wie ich es hier beschrieben habe, als Tee und werde eben weiterhin insbesondere die vorbeugende Wirkung, die immunmodulierende und die antivirale Wirkung benutzen. Und wenn es eben mal Magen-Darm-Probleme gibt, als Trinkkur, mal so für 10 Tage. Und so handhabe ich das auch bei anderen Heilpilzen. Interessieren euch andere Heilpilze? Schaut vielleicht mal eben auch in unsere Listen hinein. Ich habe da so ziemlich alle gängigen hier beschrieben, auch die entsprechenden Bestimmungsvideos gemacht. Also es ist ja wichtig, dass man sozusagen auch guckt, hey, habe ich hier den richtigen Pilz? Was ist da drin? Und mir ist es wichtig, auch mal zu vermitteln, was ist hier Fakt, was ist hier Fiktion und was ist wirklich dran, was weiß man an der ganzen Geschichte. Und deswegen versuche ich das eben hier zu beschreiben. Jetzt am Ende des Videos ein Blick auf die Inhaltsstoffe. Und das ist natürlich was, da mag es vielleicht den ein oder anderen zu weit gehen, aber da beginnt der Spaß, also ich gönne mir es, also fangen wir doch an. Im Jahr 1864 haben wir eben die ersten Chemiker, die sich damit befasst haben, also hier der Georg Tragendorf, der eben den Chaga untersucht hatte. Und man hat eben die von ihm erwarteten Glykoside gefunden und Alkaloide wollte man nachweisen, hat man nicht gefunden. Damals war man ja der Meinung, alles mit starker Wirkung, das müssen Alkaloide sein, was sonst? Ja, so weit, so gut, das war es nicht. Also erlosch das Interesse und erst 100 Jahre später haben dann einige russischen Wissenschaftler, hier Jakimow zum Beispiel, aber auch eben andere, die Untersuchung wieder aufgenommen. Und da gab es vergleichende Analysen und die Inhaltsstoffe, ja, hat man dann festgestellt, dass die doch deutlich von denen der Porlinge, die eben als Heil- und Vitalpilze bekannt sind, nicht Thema Birkenporling und so weiter, eben abweichen. Und wir haben hier 2-3 Mal mehr Mineralstoffe in diesen Chaga-Pilzen, aber etwa nur 1/5 oder 1/10 des Eiweißes und Zellulosegehalts von anderen Porlingen. Nun, dann hat man im Prinzip danach geschaut, was kann denn hier die wirksame Substanz sein? Und irgendwann ist einem dann eingeleuchtet, dass das nicht der Fruchtkörper im eigentlichen Sinn ist, sondern eine anamorphe Fruchtform, was eben die unterschiedlichen Gehalte erklärt, dieser wachsenden, aber eben nicht geschlechtlichen Pilzfruchtform. Und hier hat man dann die mineralischen Bestandteile weiter untersucht. Also 15% sind hauptsächlich Natrium, aber eben Kalium und Mangan. Soweit nichts Besonderes. Aber man hat natürlich Calcium, Silizium, Eisen, Magnesium, Zink, Kupfer und so weiter finden können. Logisch, nicht? Die gibt es in unserer Natur, gibt es die also auch im Pilz. Aber er sammelt sie nicht an. Giftige Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Quecksilber oder Arsen hat man nicht nachweisen können. Also es gibt nicht wie bei so vielen anderen Pilzen hier die Tendenz, dass die sich an Pilzinhaltsstoffe bilden und der Pilz diese sogar anreichert. Dann haben wir natürlich viele andere Inhaltsstoffe hier. Also Flavonoide hier wie das Abigenin oder das Nariginin und eben auch Quercetin, Gerbstoffe, die Tannine, die Lektine.
also eine Enzymgruppe mit starker Wirkung. Ich habe die immer wieder beschrieben. Und außerdem auch viele organische Säuren, Essig, Butter, Oxalsäure und so weiter. Oxalsäure sei hier herausgestellt. Leute, die oder Menschen, Patienten mit Nierenproblemen sollten Pilze nur in Maßen genießen. Der Oxalsäuregehalt ist halt hoch und potenziell für Nierenpatienten möglicherweise ein Problem bei der Bildung von Nierenstein. Also hier gibt es verschiedene Angaben hier aus dem Jahr 2015, die dann eher abraten. Und wir haben eben hier auch Chaga-Proben in Russland und Finnland, die untersucht wurden und die zeigen 8,8, teilweise so um die 13 bis 15 Milligramm Oxalsäure pro Gramm. Das ist schon durchaus erwähnenswert. Dann gibt es Studien hier von Kikuchi aus dem Jahr 2014, glaube ich. Und da sehen wir eben den Gehalt an Oxalaten als extrem hoch. Und das wurden sogar ältere Patienten, also hier war es spezifisch ein über 70-jähriger Patient oder krebskranker Patient, der eben aufgrund seines Alters natürlich gewisse Nierenfunktionsstörungen mitbringt. Das ist normal, aber eben die durch diesen hohen Oxalsäuregehalt und wahrscheinlich auch durch eine entsprechende Ernährung eben hier zu Problemen geführt haben. Also aufpassen, wenn man eben Nierenvorschädigungen hat, mit dem Pilz mit Vorsicht umgehen. Ein wesentlicher Teil der Pilzinhaltsstoffe ist wasserlöslich und zeigt da dann eben auch eine intensiv braune und schwarze Färbung. Und die dunkelfarbigen Verbindungen oder auch Pigmente sind ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu anderen Porlingen. Das sieht man dann auch, dass man es hier eben mit dem Chaga zu tun hat. Und das ist eben so, dass wir eben eine intensive Färbung haben, die hauptsächlich durch Melanine, Polyphenole hervorgerufen wird. Und das wird oft eben mit dem sogenannten Melaninkomplex in Zusammenhang besprochen. Besonders hohe Konzentration der Verwendung oder eben dieser Verbindungen sehen wir in den schwarzen, in den äußeren Teilen des Chakras. Also man sieht die in meinen Videos auch immer wieder ganz gut. Und das sind eben dann die Melanine, langkettige, farbige Pigmente. Und die kommen eben in Tieren, in Pflanzen, in Pilzen vor, sogar in Bakterien. Also sind relativ weit, also ubiquitär verbreitet. Und hier gibt es eben wirklich auch beachtliche chemische Unterschiede. Also es gibt hier auch exaktere Bezeichnungen, nämlich hier das Inosclavin A und verschiedene andere, nicht Inoobulin A und. Ich erspare euch mal die Namen, es sind wunderschöne, langkettige Verbindungen für alle, die Naturstoffe mögen, aber es ist eben schon ein Unterschied zu den in den Tieren vorkommenden sogenannten Eumelaninen. Also das sind eben, wie gesagt, große Makromoleküle, die im Körper entstehen über viele, viele Zwischenstufen und letztlich aus der Aminosäure Tyrosin gebildet werden. Nun, ich habe es schon erwähnt, es gibt eine gewisse Wirkung hier dieser Stoffe als Schutzfunktion gegenüber UV-Strahlung, aber auch radioaktiver Strahlung, also schädigenden Einflüssen, und das konnte man nachweisen. Interessant ist, dass diese Melanine in Großpilzen, also in den normalen Pilzen, die wir so besprechen, in der Regel nicht oder selten vorkommen. Und das ist eben hier ein Alleinstellungsmerkmal dieses Chagas. Ja, ich habe schon erwähnt, ionisierende Strahlung, da gab es vielerlei Studien dazu, das ist wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich auf diese Polyphenole und die Melaninkomplexe zurückzuführen und eben hier sozusagen auch eine vermehrte Antwort auf oxidativen Stress, und dann bildet eben sozusagen dieser Pilz diese entsprechenden Stoffe, also die Melanine, und die wirken dann eben auch in unserem Körper gegen oxidativen Stress, wenn wir die zu uns nehmen. Es gibt natürlich nicht nur langkettige Polyphenole in diesen Pilzen, sondern eben auch andere Phenolderivate, wie zum Beispiel hier die Valininsäure, aber auch Pyrogalol, das Brenzkatechin, die Parabenzsäure, aber eben auch die Syringasäure. Und das ist eben auch wieder mal eine hervorstechende Eigenschaft, denn diese sozusagen sind alle empfindlich gegenüber Sauerstoff und die können miteinander reagieren, wo eben auch dann die dunkelfarbigen und vielfarbigen Zwischen- und Endprodukte, also Polyphenole oder Allomelanine, gebildet werden und eben hier ein wildes, nicht unbedingt wildes, aber doch extremes Stoffgemisch entsteht, die eben durch alle möglichen Enzyme auch noch gefördert werden, nicht? Wie zum Beispiel Lacase, das ist ein Enzym im Pilz, der das noch zusätzlich fördert und dann diese schwarzen Ränder, diese braunen, schwarzen Strukturen überhaupt bildet. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass der Pilz von dort weniger gefressen wird. Aufgrund der besonderen Struktur hier dieser Pilzmelanine haben die natürlich mit dieser oxidativen oder antioxidativen Wirkung eben, ich habe schon gesagt, als freie Radikalfänger bei strahleninduzierten Schäden eine starke Wirkung. Und das wurde in verschiedenen Studien im Jahr 2000 ganz klar belegt. Und das ist auch so, dass es zeitgleich wohl eine erbgutschützende Wirkung gibt. Also hier
sozusagen die Reparaturmechanismen der DNA positiv beeinflusst werden. Ja, darüber kann man jetzt eine ganze Menge erzählen. Wichtig ist, dass diese ganzen Stoffe ein geringes toxisches Potenzial bei gleichzeitig starker Wirkung aufweisen. Und das macht den Chaga eben auch zu einem wirklich interessanten Pilz zum Thema oxidativen Stress und deren Vorbeugung. Ja, wir haben natürlich andere Stoffe da drin, nämlich andere Polyphenole, wie zum Beispiel auch das 3,4-Dihydrobenzylaceton, das nach Sung im Jahr 2008 eben hier sogar verschiedene Transkriptionsfaktoren der DNA beeinflussen kann und vielfältige zelluläre Prozesse, zum Beispiel den gesteuerten Zelltod oder auch Apoptose, eben positiv beeinflussen kann. Möglicherweise beruht darauf auch die Wirkung eben hier bei Krebs oder verschiedenen Arten eben von in vivo oder auch in vitro Versuchen auf Krebszellkulturen bzw. Linien. Und ja, das ist ganz klar, hier hat der Pilz scheinbar durch diesen Stoff eine entsprechende Wirkung, die eben hier die Krebszellen in ihrer Vermehrung hemmen oder gar in die Apoptose, also in den natürlichen Zelltod, und hier sei nochmal genannt, in Zellkulturen treibt. Auf dem Menschen kann man das leider nicht direkt sozusagen verallgemeinern. Wie immer haben wir es mit Sterolen wie Ergosterol, aber auch hier Ergosteryl, Peroxid, Lanosterol, tetrazyklischen Triterpen-Derivaten, hier wie das Inotodiol, ich rede zu viel, oder? Zu tun, aber eben auch andere, wie zum Beispiel die Trimethanolsäure und viele, viele andere Verbindungen. Die sind alle in kaltem Wasser relativ unlöslich und demzufolge ist die Verwendung von heißem Wasser besser, weil sie die eben in geringerem Umfang, aber eben deutlich besser löst. Ja, ich weiß, dass viele eben ihre ausgelaugten Stücke, die sie dann aus Heißwasser austrocknen, in Alkohol dann sozusagen tun, sich dort einen Extrakt herstellen. Natürlich kann man dann die entsprechenden Triterpen-Derivate dort besonders gut lösen, nicht? Und da gehören eben die vom Lanostan-Typ in erster Linie dazu. Und das wurde eben dann auch 2009 hier von der Akata beschrieben. Inwiefern dann jetzt hier diese pharmakologischen Wirkungen auf welche Sterole zurückgehen, dazu gibt es leider keine wirklich tragenden Untersuchungen. Und gewarnt seien alle mit Alkohol nicht. Der Alkohol hat natürlich keine positiven Wirkungen. Einige Sterole, wie zum Beispiel hier die Hauptkomponente eben hier, das Inotodiol, das zeigt eben eine stark krebshemmende oder krebszelllinienwachstumshemmende Wirkung. Und das wurde bisher nur im Chaga nachgewiesen, Nomura, nicht? Und Chang 2008 und 2010. Chemisch haben wir dann eben auch veränderte Verbindungen, die hier natürlich alle auch noch eine Rolle spielen. Und ähnliche Verbindungen wurden auch im Erbsenstreuling, da muss ich unbedingt was zu machen, wenn ich wieder welche finde, nachgewiesen. Gut, wir haben natürlich auch andere pentazyklische Triterpen-Derivate da drin, nicht wie das Betulin, also alles, was so vom Lupan-Typ stammt, also hier das Lupinol, wir haben das Lupinon, wir haben das Beta-Sitosterol und. Normalerweise pflanzliche Verbindungen oder die in Pflanzen typischer sind wie in Pilzen und wahrscheinlich stammen sie eben auch aus dem Betulin oder hier das Lupinol aus der Birke. Und deswegen ist eben der Pilz lediglich an der Birke als Heil- und Vitalpilz überhaupt beschrieben. Und ich habe ja immer gesagt, die Birke als Wirtsbaum spielt hier eine tragende Rolle. Da gibt es einiges an Studien dazu aus dem Jahr 2010 aus dem russischen Raum. Ich habe schon gesagt, das Betulin kann man eben auch medizinisch außerordentlich viele Betulin-Derivate herstellen oder auch die Betulinsäure. Und das ist eben ein auch durchaus eingesetztes und untersuchtes Therapeutikum bei der Behandlung von Krebserkrankungen, also insbesondere Hautkrebs, aber eben auch aufgrund der antiviralen Wirkung HIV-Infektionen von Viren. Und es gibt auch Untersuchungen an Zellkulturen, also neuerer Art, die eben nahelegen, dass es eben hier auch eine krebshemmende Wirkung in Kombination mit Cholesterol eben geben kann. Und da gibt es hier von Müllauer aus dem Jahr 2011 Studien, die eben aber auch natürlich an Zelllinien durchgeführt wurden. Ob die Betulinsäure auch direkt im Chaga vorkommen, das ist irgendwie widersprüchlich, nicht? Man kann sie als Verbindung nachweisen, aber wahrscheinlich stammt sie eher aus der Birke, als dass der Pilz diese selber synthetisiert. Und die Betulinsäure, die eben hier diese starken Wirkungen hat, die ist wahrscheinlich im Chaga selber gar nicht enthalten. Aber wenn, dann tun sich die Derivate auf die schwarze Randschicht dieses Pilzes konzentrieren. Ja, auch hier, das Lupiol ist eine außerordentlich interessante Verbindung mit medizinischen Wirkungen. Und da gibt es von Gallo aus dem Jahr 2009 und Nakata 2007 alle möglichen Inhaltsstoffe, die isoliert wurden. Und da gibt es auch hier Untersuchungen eben,
Gehalt an Triterpenen im natürlichen Chaga und eben in der Myzelkultur und die sollen etwa vergleichbar sein. Also es ist weder so, dass der Fruchtkörper noch die Myzelkultur hier vorteilhafter ist, aber man kann das eben schon anzüchten, worauf eben viele auch der Extrakte, die aus Myzelkulturen gewonnen werden, letztlich gewisserweise gründen. Es gibt auch kleine Eiweißverbindungen im Pilz, also sogenannte Tripeptide, und denen wird eben eine antithrombotische Wirkung klar nachgeschrieben oder nachgewiesen. Ich bin immer mit Nachweisen vorsichtig. Es gibt Studien hier von Jun aus dem Jahr 2006, die eben zeigen, dass es hier eine gewisse thrombosehemmende, blutverdünnende Wirkung gibt. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass eben auch hier Verbindungen mit dem Betulin ja wieder herausgelöst werden, dass es aus dem Wirtsbaum Verbindungen gibt, die eben sozusagen einfach der Pilz übernimmt, denn die kann man in den Myzelkulturen nicht nachweisen. Denkt dran, Birke selber und Birkenrinde ist auch ein entsprechendes stark in der Naturmedizin verwendetes Heilmittel. Ja, der Chaga enthält eine ganze Reihe immunstimulierender und krebswachstumshemmender Polysaccharide, hier wieder die entsprechenden Beta-Glucane, aber auch eben die Heteroglucane genannt und eben proteingebundene Polysaccharide, die den Blutzuckerspiegel senken. Studien aus dem Jahr 99, und das war glaube ich in Japan, da war was Mitsuno, müsste Mitsuno gewesen sein, und Kim, das weiß ich noch aus dem Jahr 2006, wurden da durchgeführt. Und das ist soweit interessant, dann wurde das im Jahr 2011 von Zhang nämlich belegt und das ist da, wo Wissenschaft anfängt, nicht, wenn Studien reproduzierbar sind. Und das ist interessant, dass Versuche mit Pilzmyzel dann durchgeführt wurden, die eben hier zeigten, dass das Metall Vanadium angereichert wurde. Und Vanadium selbst führt zu einer Blutzuckersenkung in geringen Mengen, ist aber in seiner anorganischen Form giftig und krebserregend. Also Vanadiumvergiftung, kein Spaß. Kann man dran sterben, aber eben in biologisch aktivierter und gebundener Form wird es eben nicht vom Körper angereichert und der Pilz kann eben das für eben entsprechende Enzyme leichter verfügbar machen. Die Giftwirkung wird dann in unserem Körper reduziert und die blutzuckersenkenden Effekte verstärken sich. Und das ist soweit ganz interessant. Die zeigten im Jahr 2007 und 2011 verschiedene andere Styrolpyrone und da gibt es eine ganze Menge verschiedene Verbindungen hier wieder, die dann eben sozusagen Strukturen zeigen oder ähnliche Strukturen wie eben das Feligredin 1 und verschiedene andere Feligredine, die sich eben dann hier vom Hispidin ableiten. Ja, die Styrolpyrone als solche sozusagen sind interessante Strukturen, die antioxidative Eigenschaften haben mit einer vermutlichen antiviralen Wirkung und das wurde eben auch nachgewiesen. Und zwar natürlich wieder mit Extrakten und speziellen Sterolen wie Betulin im Zusammenhang. Und da gibt es ganz, ganz viele Arbeiten zu diesem Thema, aber einen ausführlichen Überblick über alle bisher bekannte Inhaltsstoffe und Wirkung, da gibt es eine, wenn euch das interessiert, die liefern Zeng et al. Aus dem Jahr 2010. Und da gibt es dann auch ein Review drauf und das ist ganz interessant, aus dem Jahr 2006 hier von Shashkina und das ist eine Arbeit. Wenn euch das interessiert, schaut euch die vielleicht mal an. So, und jetzt habe ich, glaube ich, so ein bisschen das Philosophieren ja gekriegt und vielleicht ist es mir hier und da mal durchgegangen, aber da kann man den ganzen Tag reden und natürlich viel tiefer eintauchen. Das hört nie auf, aber ich denke, für den einen oder anderen war es vielleicht auch zu viel, vielleicht für den einen oder anderen Interessierten genug. Nehmt euch mit, was euch interessiert, was euch gefällt aus diesen ganzen Sachen. Und ja, es kommen natürlich auch wieder Pilztouren, Pilzbestimmung und etwas weniger heftige Geschichten. Verzeiht es mir, manchmal gerate ich ins Philosophieren, aber eben auch diese kleinen Videos, wenn die Zeit dafür ist. Vielleicht macht es den einen oder anderen Freude. Es macht ein bisschen Arbeit, das zu recherchieren. Es ist aber auch so, dass es mir Spaß macht, deswegen mache ich das. Denn ich will wissen, was ich anwende, was ich nehme, was es wirkt und warum. Denn sonst würde ich das nicht tun. Und deswegen mache ich es gern und teile es natürlich gern mit euch. Also, als kleines Dank und Lob, Daumen hoch, wäre gut, unterstützt uns vielleicht, empfehlt uns weiter, abonniert den Kanal. Das hilft ganz einfach und bringt mir ein bisschen Seelenheil. In dem Sinne verabschiede ich mich, bis zum nächsten Video, mehr zum Thema Wissenswerten, um Chaga-Pilz ein bisschen leichter zu verdauen. Und dann machen wir uns einen Tee, zeige ich euch mal, wie ich das mache. Also, Chaga, König der Heilpilz. Und ich denke, wir haben ihn jetzt mal ausgiebig hier ein paar Videos gemacht.
gegönnt und auch mal gewidmet. Und das hat er sich verdient, das schiefe Schillerporling oder eben auch Chaga in seiner Fruchtform. Wenn es euch interessiert, schaut vielleicht die anderen Videos, die wir gemacht haben. Vielleicht findet ihr das ein oder andere auch für euch. Und natürlich mehr Heilpilze im Kanal unter der Playlist Pilze bestimmen. Da nehme ich mir einen nach dem anderen in Ruhe vor. Und es gibt sehr viel mehr, wie man glaubt, wisst ihr? Zum Beispiel auch Steinpilze. Ja, ich hoffe, euch gefallen diese kleinen Heil- und Vitalbilds-Videos. Also die Idee ist hier wirklich mal ein bisschen tiefer einzutauchen und zumindest die Oberfläche zu kratzen, der Inhaltsstoffe, ein bisschen der Pharmazie, ein bisschen der Anwendung. Ich mache natürlich wie immer auch ein paar Videos dann, wenn ich ihn wieder verwende. Also momentan ist die Gesundheit relativ strahlend und da brauche ich es nicht. Sobald es wieder irgendwie die Nase läuft oder die Kindergartenseuche sich nähert, dann geht es wieder los. Und wie immer gibt es dann Anwendungsvideos. Also vielleicht gefällt es euch, lasst euch einen Daumen hoch da, euch. Ja, denn am Ende sind wir hier die Community und vielleicht auch mir, denn das ist gut für die Seele und gut für die Motivation. Also, bis bald im Wald.